Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video, Sonntagsvideo. Moin. Mario, Hi. wir haben heute einen Vergleich mit euch vor, wo wir zwei All-in-One-Geräte vergleichen. Vorab aber die Songempfehlung, wie immer. Yes. Soll ich anfangen? Ja, bitte gerne. Metallica, mal wieder was bisschen heftigeres, aber ist es gar nicht. Nothing Else Matters, mein Englisch ist nicht so gut, seht es mir nach. Ein toller Song, finde ich, kenne ich noch von vor 20 Jahren, wie auch immer, ewig her. Und habe ich immer gut gefunden. Ich bin zwar nicht so der Heavy Metal und Rock Hörer, weißt du ja auch, ne? Ich bin ja mehr so Jazz, Blues, klassische Musik unterwegs. Aber auch den hört man natürlich mal gern. Ich höre auch nicht ständig übrigens irgendwie, was gibt es hier, jetzt komme ich nicht drauf, verdammte Axt, hier Disco oder was zum Beispiel, höre ich aber auch mal tierisch gern, muss ich mal nebenbei Disco erwähnen. Ist gut. Aber das ist mehr so die Küchenparty dann, wenn man mit der Familie kocht oder wie auch immer, und dann ist Disco natürlich cool. Ja. Aber heute Metallica für euch. Ja, für Metal braucht man auch die passenden Haare. Das wird rausgeschnitten, hoffe ich. Also, und, ich warte ganz kurz, und man sieht sie immer zweimal im Leben. Mindestens. Ich habe auch einen ganz schönen Song, und zwar habe ich vor kurzem, wir sind ja unter uns, einen netten Menschen kennengelernt. Ich habe so eine Jahresplaylist immer, und dann mache ich 2023, jetzt die aktuelle, packe ich immer alle Songs rein, die irgendwie mir auffallen, die ich gut finde, und dann habe ich so eine gebündelte Playlist und kann mich quasi an die Jahre zurückerinnern. Cool. Habe ich zugeschickt und sagte, hör mal durch, und sie hat einen Song zurückgeschickt und sie sagte, Hammer, sehr gut. The Love I Need gefällt mir phänomenal gut, von Girlhood. Ist quasi, du hast Disco eben angesprochen, geht in die Richtung, ist eigentlich so Freitagsmusik, man kann ein bisschen tanzen, schöne Melodie dahinter und ein vernünftiger Vierviertel. Meine sie auch was anderes noch damit, aber wie auch immer. Vielleicht war das eine Botschaft. Meine Songempfehlung auf jeden Fall für euch, The Love okay, alles I klar. Need. Super, dann geht's gleich los. Gut, ihr Lieben, was haben wir vor mit euch? Wir wollen heute mal zwei Geräte vergleichen. Ein neues Gerät, für uns sehr neu, in dem Fall Yamaha RN1000. Wir haben schon mal, da kann Lukas auch noch mal einen Link mit einblenden, schon mal den RN2000 recht intensiv vorgestellt. Und das zweite Gerät, was wir dagegen stellen wollen, ist der Technics SUGX70. Preislich hatte ich eben vergessen, RN1000 15,99. Mhm. Der Technics SUGX70 liegt bei 17,99. Und wir hören an ein paar sehr guten, für meinen Geschmack, ich glaube, dein Geschmack auch, sehr guten kompakten Lautsprecher, Gold 100 Monitor Audio, in dem Fall die Gold 100 5G oder G5. Liegt bei 2098 Euro das Paar. Wir hören an Goldkabel, Chorus 3 Meter, Single Wire, liegt bei gut 300, 309 Euro. Die Stative hätte ich auch noch drauf, die sind von Nordstone. Ja. Nordstone heißen die, genau, entschuldigt bitte, Nordstone. Liegt das Paar bei 129, glaube ich. Das kann man übrigens auch mal erwähnen, weil witzigerweise in unserer Branche immer Stative unglaubliches Geld kosten. Also man braucht dann nur mal nach in Richtung Bowers & Wilkins zu gucken zum Beispiel, wo du also weit über 1.000 Euro ausgibst, um eine 805 draufzustellen. Das hier ist in dem Fall wirklich ganz solide Technik. Ich will jetzt nicht darüber so schwärmen, aber für 130, 140 Euro, was sie kosten, das Paar sehr, sehr fair. Da würde ich noch mal direkt schnell einhaken. Gehört halt zur Optik dazu. Und kurzer Tipp am Rande: die Videos sollen ja auch Input haben. Quarzsand. Kauft euch Quarzsand, befüllt eure Stative damit. Absolut. Ist wirklich ein Soforthörer, mal Mehrwert. Ja, und Quarzsand kostet nichts. Also viel in dem Vogelsand tatsächlich. Ja. Weil die das ist ein super feiner Sand, aber das ist auch dahingestellt. Aber es ist wirklich gut. Und kostet, was du und sagst. Schnell gemacht. Genau. Ja. Aber das nur am Rande. Genau. Ja, wollen wir mal loslegen über die beiden Geräte, bevor wir hören. Würde ich sagen, genau. Mhm. Es sind zwei sehr ähnliche Geräte, sind beide All-in-One. Der CD-Player fehlt, um es wirklich ein All-in-One-Gerät zu nennen. Stimmt. Aber ansonsten sind sie ähnlich. Der Technics aus optischer Sicht natürlich erstmal der kompaktere, kleinere. Mhm. Der Yamaha, der größere, geht eher Richtung von dem 2000N, den wir schon gewöhnt waren. Es gibt so ein paar Unterschiede. Fangen wir doch bei der Fernbedienung an. Ihr habt einmal die vom Yamaha, einmal die vom Technics. Da muss ich direkt schon Kritik üben. Ich finde tatsächlich, die vom Yamaha gefällt mir optisch nicht ganz so gut. Dafür ist der Druckpunkt da schon wieder ganz attraktiv. Es fühlt sich so ein bisschen wie ein Zauberstab an. Wingardium Leviosa. Hier ist es halt plus minus, habt ihr weiter in der Mitte. Fühlt sich wunderbar an, das hat Technics gut gemacht. Und ich finde, die Designsprache spiegelt sich auch im Gerät wieder. Clean, schlicht, puristisch, sieht sehr modern aus. Der Yamaha geht den genau anderen Weg. Bisschen
Richtung Vergangenheit, finde ich persönlich. Aber unten habt ihr das Digital-Display, was quasi die moderne Zeit dann widerspiegelt. Macht ja mal seit vielen Jahren. Ne? Also ist die Optik, ne? Das ist deren, ja. Absolut. Ja. Wiederhole ich auch gerne mal, das ist schon, ich habe keine Ahnung, 15 Jahre her, als das auf den Markt kam, das plötzlich Retro wieder war. Und wir waren so ein bisschen erstaunt, Frank und ich, nach dem Motto, puh, ob das jetzt das Richtige ist, das zu tun. Aber das haben sie bis heute durchgezogen und es hat einen Riesenerfolg. Ja. Also muss ich wirklich sagen, viele, viele Kunden reflektieren genau da drauf und sagen, okay, wenn die ungefähr gleich gut klingen und wenn sie ungefähr das gleiche kosten, dann kann ich ja nach der Optik gehen, ja, kannst du machen, ja, dann suche ich mir ein Yamaha aus, weil das Retro viele eben anspricht, tatsächlich. Und ich kann es sogar gut nachempfinden. Also ihr habt vorne halt auch Drehregler für den Equalizer. Genau. Das ist für viele echt ein Mehrwert. Und beim 2000 habt ihr dann sogar noch VU-Meter. Ja. Und das ist für viele echt ein Ding, das ist Kaufentscheid. Ganz klar, ganz klar. Ist Ästhetik und Optik und macht Spaß beim Hören. Zur Ausstattung, wir haben schon reingehört, wir haben beide eingemessen, aber eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, ihr habt beim Yamaha Tidal Connect, wir als alte Tidal-User genießen das natürlich. Beim Technics habt ihr die Möglichkeit nicht. Ihr könnt natürlich über AirPlay das Gerät ansteuern oder selbstverständlich über die eigene Technics-App, aber ist schon direkt so eine Sache, wir beim Einrichten hier, ich habe Tidal Connect da vermisst. Finde ich erwähnenswert. Was ich auch erwähnenswert finde, das ist zwar eigentlich ein alter Hut, aber vielleicht für manche von euch ja nicht. Beide Geräte haben HDMI ARC, das heißt also, man hat eine Verbindung zum Fernseher. Finde ich persönlich immer ganz gut, weil der Fernsehton, das wisst ihr selbst, wird schlechter und schlechter und schlechter. Das kann er nur werden, weil die Fernseher flacher und flacher und flacher werden und die Technik mehr oder minder irgendwann komplett den Fernseher, also den Screen verlässt. Das könnt ihr schon sehen bei Samsung ganz oft mit den Setup-Boxen, die nur noch über ein Kabel verbunden sind und die Technik halt in der Setup-Box ist und nicht mehr im Fernseher. Also beide haben Phono, finde ich persönlich ganz klar natürlich auch super. Phono-Eingang. Nur der RN1000 hat einen Subwoofer-Out praktisch, also einen Subwoofer-Anschluss. Das ist aber nicht ganz so schlimm, weil beide wiederum dann noch einen Pre-Out haben. Das heißt, ihr könnt beim Technics auch über den Pre-Out natürlich den Sub auch mit anschließen. Also es würde technisch gehen. Aber wie gesagt, der Yamaha hat Sub und Pre-Out. Beide, ich will es ein bisschen auflisten, dass ihr einfach das mal im Ohr habt. Beide haben zwei optische Digitaleingänge und ein Koax-Digital. Beide haben AirPlay, das hast du indirekt schon ein bisschen mit erwähnt. Der Yamaha hat drei, wie soll ich das sagen, High-Level-Eingänge, also CD, AUX und so weiter, könnt ihr da anschließen. Da hat der Technics nur zwei, wobei das nur, darüber können wir nochmal philosophieren, was schließt man denn eigentlich noch an? Wahrscheinlich den CD-Player, aber den könnte man natürlich auch digital anschließen. Also das, du brauchst es noch nicht mal unbedingt, sagen wir es mal so. Und erst recht nicht drei. Genau. Also im seltensten Fall. Du hast es eben fast nebensächlich erwähnt, beide haben ein Einmesssystem, Programm, ganz genau, was wir auch schon gemacht haben jetzt hier. Also wir hören es jeweils eingemessen, finde ich persönlich ganz spannend. AirPlay hattest du, glaube ich, mehr oder minder erwähnt. Formate braucht man nicht mehr erwähnen, weil die lesen beide alle. Also das ist, ich sage vorsichtig, das stimmt zwar vielleicht nicht ganz, aber das ist denn so das allerletzte DSD, sonst wie was, wo man sagt, und das lesen sie letztendlich auch. Also die Geräte sind sehr vergleichbar, technisch sehr vergleichbar. Preislich habt ihr das vorhin schon gehört, sind 200 Euro, finde ich jetzt fair. Das ist noch so, wo ich sagen würde, also 200 Euro schocken mich persönlich vielleicht nicht, wenn mir das Gerät besser zusagt, die auszugeben. Ja. So empfinde ich das. Ja. Und wie gesagt, deswegen machen wir jetzt eben nochmal den Hörtest mit euch. Viele von euch haben übrigens gewünscht, die Titel auszuspielen. Also auszuspielen heißt ja, dass wir es 90 Sekunden ungefähr spielen lassen und nicht 10 Sekunden. Dem gehen wir gerne nach. Wir haben jetzt noch nicht nur Artlist, sondern wie heißt das noch, Lukas, was wir jetzt haben? Epidemic Sound. Sag nochmal. Epidemic Sound. Habt ihr es gehört? Epidemic Sound, glaube ich, heißt es. Epidemic Sound. Und das haben wir mal freigeschaltet. Das sind nochmal 40.000 Songs, glaube ich, gewesen, wo wir uns auch drin bewegen können. Also wir hoffen für euch was Gutes zu finden, dass ihr auch mal sagt, na endlich mal wieder ein guter Song. Es wird da so ein bisschen kritisiert, uns sind die Hände gebunden. Wir würden es so gerne anders machen und glaubt uns, wir kennen uns mit Musik auch recht gut aus. Und wir haben Fantasie ohne Ende, wenn wir alles nehmen könnten. Wir müssen uns damit leider so behelfen. Die wie jemand, ne? Es ist so. Es ist einfach, wie es ist und das Risiko ist einfach zu groß. Ja, ich würde sagen, wir können eigentlich loslegen, was, ne? Was denkst du? Ja, lass uns reinhören. Finde ich gut. Lass uns mit dem Technik starten und dann switchen wir einmal auf den Yamaha. Genau. Ja gut, bleib dran. Los geht's. Wir starten mit dem Technics und hören den Song What Do You Know von Ivy Rose Lion. Los geht's. With all the
it for me. I walked through all of China, walked till my feet were sore. Came home to Carolina and found my love next door. Song. Spaß gemacht. Finde ich auch. War cool. Soll ich mal anfangen? Ja, gerne. Soll ich? Ja. Was fiel mir denn direkt gleich auf? Also beim Technics, wir haben ja erst den Technics gehört, dann den Yamaha. Mhm. Und beim Technics war es so, dass das Schlagzeug für mich unglaublich vordergründig war. Als wenn es fast vor dem Sänger stand und gespielt hat, was natürlich niemals der Fall ist, behaupte ich. Nahezu niemals. Es war so, dass alle beim Technics sehr nebeneinander gespielt haben. Es gab also keine große Tiefenstaffelung. Mhm. Kann ja auch gewollt sein. Werden wir gleich wissen. Also beim Yamaha, wir haben einen Gegenspieler noch oder einen Mitspieler gehabt. Also alle waren sehr nebeneinander. Und was mir auch, also was eklatant auffiel, war, du hast mit Einmessung und ohne Einmessung gemacht, was ich natürlich ganz toll finde, dass ihr auch mal hören könnt, was bringt denn eigentlich die Einmessung genau? Das fand ich also sehr frappierend. Und zwar ohne Einmessung dröhnte es etwas hier in dem Raum. Vorweggenommen, der Yamaha dröhnte nicht. Aber egal, also erstmal der Technics im Zusammenspiel mit dem Gold Monitor Audio dröhnte. Dann hast du die Einmessung reingenommen, praktisch, die du ja vorher vorgenommen hattest. Und das Dröhnen war gänzlich weg, aber es war auch insgesamt viel von der Musik ein bisschen weg. Das heißt, es wurde so beschnitten, dass praktisch der Bass fast weg war, also für mich zumindest, fast weg war. Wo ich dachte so, das war zu viel des Guten, praktisch für meinen Geschmack. Entschuldigung, bist du sofort. Und wie gesagt, sonst, klar, du konntest das hören, gerade ihr habt gesehen, mal bewusst getauscht, wir haben jetzt mal den Sweet Spot sozusagen wirklich mal festgelegt, haben gesagt, wir tauschen mal die Plätze, damit wir optimal sitzen. Das ist, denke ich mal, auch zu verstehen, warum man das eben halt macht, man hört doch noch ein Quäntchen besser. Und da war es natürlich so, man konnte verorten, wo was war, alles gut, aber wirklich nebeneinander und nicht auf der Bühne in der Tiefe. Okay, dann kamen wir zum Yamaha. Da fiel mir sofort auf, dass die Stimme viel
mehr rausgeholt wurde, was ja auch klar ist, wenn eine Sängerin dabei ist, wird das mit Sicherheit das Mikrofon etwas hochgezogen, dass nicht das Schlagzeug die Sängerin übertönt. Das wäre für meinen Geschmack ein Fehler. Also die Stimme war viel präsenter für mich. Und beim Einmessen, also wenn man, du hast ja dann die Einmessung, hattest du ja vorher auch vorgenommen, und wir konnten eben umschalten, deswegen habt ihr immer die Lücke, diese Tonlücke sozusagen dazwischen, weil das System umschaltet auf Einmessung, Nicht-Einmessung. Dann hast du die Einmessung reingehauen und dann stellte sich Folgendes für mich dar. Das Bassfundament, was in dem ganzen Stück eigentlich präsent ist, blieb. Und es war vorher nicht dröhnig. Es blieb, dröhnig ist jetzt ein hartes Wort, also es war so ein bisschen zu kräftig. Als wenn du hier Raummoden eben halt hattest, die wirklich ein bisschen störend waren beim Technics, die dann völlig weg waren als nach der Einmessung, aber eben einiges weg war, war hier, finde ich, besser gemacht. Also der Yamaha hat von vornherein einen guten Bass gezeigt und nach der Einmessung war es immer noch ein guter Bass. Aber was passierte, und zwar ohne Einmessung, war das ganze Klangbild diffuser für mich. Das war nicht so präzise mit den einzelnen Akteuren auf der Bühne praktisch oder im Studio als mit der Einmessung. Das war viel, viel besser für meinen Geschmack. Ja, das sind für die Punkte. Gute Ohren. Die Einmessung hat tatsächlich nämlich auf dem rechten Kanal, müsste es sein, 1 dB hinzugefügt. Mhm. Weil wir haben die Lautsprecher jetzt einfach mal so hingestellt. Wir haben diesmal nicht gelasert, weil wir ja wussten, dass wir für beide eine Einmessung haben. Und er korrigiert halt auch die Lautstärkeunterschiede und danach nimmst du halt eine Phantommitte besser wahr und dann steht halt mittiger und das ist genau das, dieses Diffuse kommt halt dadurch, dass entweder die nicht perfekt hingestellt sind oder halt dieser Lautstärkeunterschied nicht danach durch eine Einmessung wahrgenommen wurde. Bin ich total bei dir, also ich habe es genauso wahrgenommen, du hast ein Dröhnen würde ich auch fast benutzen, ja, wir haben ein bisschen lauter gehört und dann habt ihr im Bassbereich viel Volumen, obwohl es ein kompakter Lautsprecher ist, der aber quasi zweimal in der Ecke steht und einfach viel Volumen aufbaut und anfängt zu dröhnen, obwohl das ja sehr, sehr softe Musik war in dem Sinne. Aber die Idee der Musik, dass du in einem Jazzkeller bist und eigentlich tanzen willst, die kam fast für mein Gefühl ohne Einmessung besser rüber. Die hat mehr gecatcht, die hat so ein bisschen mehr die Stimmung rübergebracht und definitiv die Lust zum Tanzbeinschwingen. Ausgereizt. Ich habe im Jazzkeller getanzt übrigens. Nein? Witzig. Welchen Jazzkeller? Ist cool. Oh doch. Jedem oh das doch. Eine. Wir waren sogar einmal da, da haben die nebenbei den Tanzabend gehabt und die sind aber länger geblieben und danach kam eine Liveband. Okay, dann ging es nochmal richtig los. Ja, genau, und haben einfach weiter getanzt. Cool, logisch. Weil Musik war gut. Genau, bietet darum sich geht's. An. Darum geht's. Wie hieß denn der Keller? Der zweitbekannteste nach dem Birdland. Reiche ich nach? Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich hätte fast das Wort blutleer, das ist völlig übertrieben, aber mit der Einmessung war es technisch richtig, kein Zweifel, keine Frage. Es war präziser, das diffuse Klangbild hat sich verschärft, würde ich so sagen, aber es hat halt ein bisschen den Fun-Faktor rausgenommen. Und ich habe tatsächlich auch schon einen Kunden gehabt zu Hause, der hat den 2000er, der hat ohne Einmessung das Klangbild für sich besser wahrgenommen. Wir konnten gut hinstellen. Genau. Und das ist das Schöne. Ihr habt ja bei beiden durch die Bildschirmaufnahme gesehen, wie schnell man die an- und ausmachen kann. Ich würde sagen, hätte ich den zu Hause, würde ich wahrscheinlich genreabhängig und tageszeitenabhängig mal an, mal ausmachen. Also ich könnte für mich nicht sagen, schnell dass die festgestellt, würde ich sagen. Also, genau. Okay. Immer jetzt der Nonplusultra-Weg ist. Fürs Audio viele hören schon, aber nebenbei und so könnte ich mir gut vorstellen, dass ich die mal ausmache und mal so höre. Okay. Ich finde aber die technische Möglichkeit, einen zu haben, finde ich phänomenal. Auch. Ganz definitiv. Will ich nicht missen. Ganz definitiv. Und ja, schönes Stück. War gut. Wir hatten vorhin noch, das habt ihr natürlich nicht mitgekriegt, weil wir noch ein bisschen was gesabbelt hatten, und zwar, du kommst auf die Idee, dass das irgendwie cool wäre, wenn man diese Einmessung als 100% betrachtet, das nicht eingemessen als 0% betrachtet und wie eine Art Schieberegler sagen kann, ich will nicht die 100%, weil mir das zu doll ist, ich will vielleicht nur die 80%. Mhm. Das finde ich ein spannender Hinweis, also weil das muss technisch möglich sein. Du sagtest, glaube ich, auch Rune kann das letztendlich, vielleicht erklär das nochmal ganz kurz. Ja, genau, also wenn ihr bei Rune zum Beispiel euch die Audacity-Kopfhörer-Presets rauflegt, könnt ihr da halt in der Feinheit Dry-Red-Regler-mäßig hinzufügen oder sagen, okay, ich will aber nur 60% von dem vorgeschriebenen Preset anwenden. Finde ich einen super smart Move auch. Und fände ich hier auch. Halt auch, hier wäre es, ich wäre irgendwo in der Mitte. Ja, genau. Auch ein bisschen lautstärkeabhängig. Wenn man das machen könnte,
Wäre ein schöner Mehrwert. Das finde ich ein super, auch ein Techniksten nochmal, dass wir haben ja schon mit den Leuten so zu tun, dass es wirklich bis nach Asien reicht, dann auch manchmal, wenn man, nicht nur wir, sondern andere Händler, wirklich was, wo sie sagen, das wäre eine super Idee und Technik nimmt das wirklich auf. Also es ist kein Witz, auch Yamaha. Vor kurzem hatten wir auch von Yamaha, glaube ich, hier auch 5 aus Asien bei uns zu Besuch. Erik hat sie, glaube ich, rumgeführt. Ja. Ne, genau. Und also das soll jetzt nicht wichtig klingen, so überhaupt gar nicht, sondern es ist einfach so, dass wir als Händler ganz allgemein gesagt vielleicht schon bis zum Entwickler der Geschichten auch wirklich Kontakt haben. Die setzen nicht sofort alles um, das ist außer Frage. Aber das behalten die im Hinterstübchen und sagen sich, warum nicht, das ist ein guter Einwand, genau. Oder ein Einwand nicht, sondern eine gute Idee. Und dann wird das teilweise auch mit umgesetzt. Ne? Ja. Mal von uns, von anderen, wohlgemerkt, hat man uns Kundenfeedback generell. 100%. Genau. Wenn was also öfter auftritt und bei uns aufkommt, gibt man das gerne weiter. Weil genau, machen wir in dem Fall auch mal. Ja, was haben wir noch? Hast du noch was da? So schnell raus. Als zweiten Song hören wir Take Me On Down von Jay Denton. Und wir starten diesmal mit dem Yamaha. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walk to the water for a last goodbye. He begged so much, he clouded my mind. One thing's clear, the man's gotta die. Man makes right, so he said, when he held all the keys over our head. I lived in that grip, but now he learned, at the end with the tables turned. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Take me on.
Das war ganz spannend. Das war schon was anderes. Natürlich ein ganz anderes Genre, viel rockiger. Genau. Und demnach hattest du schon per se vom Song aus auf der Aufnahme viel mehr Bassbereich. Mhm. Und das hat dafür gesorgt, dass bei der Einmessung der Effekt definitiv da war, also unüberhörbar. Mhm. Aber bei der Technikseinmessung hat mir das mit besser gefallen. Da war das ohne Einmessung, fand ich so grummelig bei der Lautstärke, die wir jetzt gehört haben, dass ich sage, ist mir ein bisschen zu undifferenziert, macht, oder so eine Kickdrum macht mehr Spaß, wenn sie knackiger kommt. Mhm. Und das hat die Technikeinmessung wunderbar gemacht. Die Yamaha-Einmessung aber auch, war für mich da auch der Mehrwert. Also das wäre so ein Song und Genre, wo ich mich bei der Lautstärke mit den beiden Einmessungen viel wohler gefühlt hätte. Aber das ist mein Hören. Und ich aus Erfahrung würde ich 100% sagen, ich finde sofort einen Menschen, der sagt, nee, ohne Einmessung viel bassiger, viel mehr, packt mich mehr, das macht mehr Spaß. Unser Job. Genau, aber das ist das Spannende. Genau. Gibt kein richtig und kein falsch. Das Gute ist, wenn er bei euch zu Hause steht, könnt ihr entscheiden, wollt ihr mit, wollt ihr ohne hören. Aber der Unterschied zwischen den beiden Geräten ist auch sofort raushörbar. Also du hast beim Technik diese Brillanz, die da rausholt, rauskitzelt, also der Hochtonbereich, der ist definitiv mehr vorhanden, der ist präsenter da. Ja. Und der Yamaha macht das ein bisschen runder auf seine Art und Weise. Ja, zackig ist vielleicht das falsche Wort, aber runder fand ich schon. Also das Klangbild war insgesamt harmonisch, rund, hat sich gut angehört, hat mit dem Monitor-Audio für meine Ohren fast ein bisschen besser harmoniert. Bei den beiden Stücken, die wir jetzt gehört haben, hat der erstaunlich gut gemacht. Mhm. Aber ich persönlich wäre von der Designsprache. Und für mich, also da bin ich ja wirklich der Typ für, ne? So eine Fernbedienung, das ist das Einzige, was du vom Gerät in der Hand hast, würde mich nicht catchen. Wenn ihr wir haben die nochmal dazugeholt, beim 2000er habt ihr halt schon eine ganz andere Wertigkeit der Fernbedienung. Hier oben habt ihr so eine Art Metall-Aluminium. Aufgeräumt, ne? Und es fühlt sich anders an. Also wenn du die tagtäglich benutzt. Ja. Und für die Lautstärke würde ich nie mein iPad jetzt da rausholen, sondern dann finde ich eine Fernbedienung super smart und praktisch. Das ist für mich echt ein Grund. Aber ja, ansonsten die Qual der Wahl. Ich finde, beide Geräte haben ihren Vorteil und haben mit den Lautsprechern jetzt, wir haben extra die Gold genommen. Es gibt ja bei der Monitor Audio Bronze, Silver, dann kommt die Gold und Platinum, also schon ein sehr hohes Qualitätslevel, um mal zu hören, was denn bei den beiden Verstärkern geht. Und macht einen guten Eindruck. Habe ich die Gold schon mal besser gehört? Habe ich, definitiv. In dem Preisbereich mit der Elektronik dahinter. Ich würde sagen nicht. Nee. Genau. Also das ist die Frage, gibt es was Besseres? Ja, gibt es. In dem Preisbereich? Nein, würde ich so sagen. Wie ging es dir? Du hast alles gesagt. Sonst bin ich immer so im Redefluss, aber cool. Nein, finde ich toll. Also ich kann nur noch hinzufügen, dass die Musik nach der Einmessung bei beiden unaufgeregter war. Was heißt denn eigentlich unaufgeregt? Das ist ja ein komischer Begriff eigentlich, ne? Nee, es geht mir um lange hören können. Und ich glaube, wenn man wirklich vorhat oder wenn man jemand ist, der auch mal 3 Stunden Musik hört, also wirklich sagt, nee, geil, und du verlierst dich in der Musik immer wieder und immer weiter und entdeckst neue Sachen und so weiter, dann ist eine Einmessung, glaube ich, auch dafür richtig, richtig gut, dass dich dein Equipment, was du hast, ob es die Gold sind zu Hause, ob es eine Canton meinetwegen auch ist, eine Elac ist, was auch immer es ist, ich glaube, durch die Einmessung du viel, viel länger völlig entspannt die Musik hören wirst. Machst du die Einmessung? Nee, also nimmst du sie raus, die Einmessung, muss es nicht nach 1,5 Stunden vorbei sein, das will ich gar nicht sagen. Ja. Aber dieses Unaufgeregte, dieses mehr Harmonische, das mehr, wie soll man sagen, dass es alles im Einklang ist praktisch, das ist bei der Einmessung der Fall tatsächlich, obwohl man denkt, aber der Bass ist doch raus, das ist wie eine Lautnistaste, die du rausnimmst praktisch und sagst, jetzt fehlt ja aber einiges. Nee, es ist nur übertrieben dargestellt worden. Genau. Und das übertrieben Dargestellte nimmt die Einmessung quasi raus und sorgt für Nachhaltigkeit, also für langes Hören. Das glaube ich zumindest. Ja. Das wäre so mein Ansatz da. Das ist das Einzige, was ich noch hinzufügen könnte. Ich habe übrigens als allererstes aufgeschrieben, cooler Song, weil ich den habe ich wirklich. Und weil das echt ein cooler Song war. Ja. Endlich mal Artlist mit einem coolen Song. Hoffen wir, dass ihr das auch so empfindet oder zumindest einige von euch. Und, aber das stimmt, Technics hat in dem Fall wirklich sehr gut aufgespielt. Ich fand die Stimme auch noch vordergründiger als bei Yamaha tatsächlich, obwohl das vorhin andersrum war. Also völlig paradox. Aber es war tatsächlich so, klarer auf jeden Fall, habe ich auch aufgeschrieben, du hast gesagt, dir fiel der Hochtonbereich ein bisschen mehr auf bei Technics als bei Yamaha.
Da kann man drüber philosophieren, was man gut findet. Da gibt es eben die Kanton-Jünger, die sagen, deswegen liebe ich doch Kanton, weil das so klar ist und so präzise rüberkommt. Und andere würden sagen, ja, aber deswegen liebe ich meine Dyn-Audio, weil das ein bisschen weicher gezeichnet wird oder und so weiter und so weiter. Das ist Geschmackssache, es gibt kein richtig und falsch, man kann es nur feststellen oder ihr für euch natürlich auch. Und dann ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja, ich habe gerade, vielleicht weil bald Mittagszeit ist, gedacht, das ist ein bisschen wie beim Essen, dass du sagst, okay, Currywurst Pommes ist ganz nett, aber vielleicht nicht immer. Aber manchmal mit diesem viel Bass macht das wirklich Spaß. Und wenn du das jetzt aber tagtäglich und immer, dann wäre es mir vielleicht ab und zu viel. Ab und zu mal was Gesundes. Also wir essen ist das auch, ab und zu. Ja. Auch mal Gyros. Ab und zu, ja. Wär heute gut. Bin ich dabei. Kriegen wir. Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt tatsächlich. Ja. Wenn ihr tolle Geräte auf jeden Fall. Also entschuldige, wenn ich das nochmal kurz sage. Ja. Viele von euch sagen ja auch, man könnte nochmal auch in anderen Preisklassen was testen. Finden wir natürlich auch. Logisch tun wir das. Wir besetzen aber nicht alle Preisklassen, aber doch viele Preisklassen. Und das ist eine Preisklasse, wo ich jetzt sage, das ist ein Gerät, wo du deinen Fernseher mit anschließen kannst, HDMI. Ich finde es super, wie gesagt, bleibe ich bei. Dann hast du die Quelle, die du auswählen kannst, deine Musikdienste, die du aussuchen, also alles digital, alles mit an Bord. Finde ich gut. Du hast ein Gerät, finde ich gut. Und dann ein paar schöne Lautsprecher dazu. Toll. 1.800 Euro, 1.600 Euro, finde ich, wenn ich das noch nicht despektierlich klinge, aber es ist erschwinglich, sage ich jetzt mal vorsichtig, wenn man sich mit Musik beschäftigt und das ein Hobby ist von einem, dann ist das erschwinglich. Die Lautsprecher sind da schon mit 2.1 schon recht hoch angesiedelt, aber wir haben hier eine Anlage, die ungefähr um die 3.500 bis 4.000 Euro kostet und richtig Spaß bedeutet. Ja. Das möchte ich gerne noch sagen. Wirklich Spaß bedeutet und das finde ich gut. Also ich finde diese All-in-One-Geräte, ich bin auch die Generation CD-Player und auch natürlich Plattenspieler. Plattenspieler haben wir festgestellt. Das sind die kleinen Dinger, ja, genau. Von gelesen. Genau. Nee, ist richtig. Und dass man einfach sagt, das fehlt hier, plus viele von euch würden sagen, ich habe gar keine CDs mehr, wie Janis gerade das andeutet, braucht ihr gar nicht. Also tolle Geräte, beide für sich betrachtet, schön. Und wer es super kompakt haben will, wird zum Technics greifen, ganz klar, sieht man schon. Das etwas größere Display auch etwas übersichtlicher, lesen von hier ist ein bisschen schwierig. Das hat ja, wie du richtig sagtest, der Yamaha eben unten in der Leiste drin so ein bisschen. Ja. Da kann man nochmal drüber philosophieren, was da besser ist, aber das ist auch Geschmackssache. Gelungene Geräte, Punkt aus. Und wir haben beide eine Ausstellung. Das spricht, glaube ich, schon für sich, sonst hätten wir sie eingepackt nach dem Video. Sie bleiben beide stehen, wir haben beide hier. Also wenn ihr Lust habt, einen von den beiden zu hören, klingelt bei uns durch, macht gerne einen Termin. Ihr könnt in Ruhe reinhören und euch selber überzeugen, welcher da für euch der richtigere ist mit euren Lautsprechern, alles, was wir hier haben. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ja. Danke für eure Zeit. Und schönen Sonntag. Dass ihr ein Abo da lassen sollt, das sagen wir diesmal nicht. Das sagen wir diesmal nicht. Lassen wir aus. Genau. Und viel Spaß beim Musik hören, weil darum geht's. Schönen Sonntag. Tschüss. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.